Lesefreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2019 gestartet. In diesem Video präsentiere ich euch nicht den Lesemonat Dezember, sondern ein bisschen abgespeckteres Format, nämlich 2 in 3 heißt das. Ich möchte euch 2 Bücher künftig vorstellen in 3 Minuten, also so ähnlich wie in der Serie in 90 Sekunden, wo ich euch ein Buch in 90 Sekunden vorstelle. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach so, dass mich allein schon das Drehen von so langen Lesemonatsvideos einfach ein bisschen nervt, das ist anstrengend. Ich schaue persönlich auch nicht gerne Videos, die irgendwie länger als 10 Minuten gehen. Da ertappe ich mich dabei, dass ich oft einfach durchskippe, mir sind kurze Videos lieber. Und insbesondere beim Schneiden der Videos habe ich das Problem, dass mein Rechner sich dann manchmal aufhängt oder das Schnittprogramm abstürzt. Das nervt mich alles. Ich fühle mich mit kurzen Formaten lieber und deswegen 2 in 3. Die beiden Bücher, die ich euch in diesem Video vorstellen will, sind folgende, nämlich einmal von Stefan Thome, Gott der Barbaren, war für den Deutschen Buchpreis 2018 nominiert, hat leider nicht gewonnen, und Georgien, eine literarische Reise, das von Nino Haratischvili herausgegeben wurde, die übrigens auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Die Idee für dieses Buch kommt vom Goethe-Institut Georgien. Die haben Nino Haratischvili eingekauft, damit die dieses Projekt umsetzt. Und zwar wurden da 6 Autoren-Tandems in verschiedene Regionen Georgiens geschickt. Und zwar war das immer ein deutscher bzw. deutschsprachiger Autor oder Autorin und ein Georgier oder eine Georgierin, die dann zusammen unterwegs waren. Das Ganze ist wunderbar illustriert von Julia Novikova, gerade mal 170 Seiten dick, mit vielen Illustrationen. Also man kann es auch sehr, sehr schnell durchlesen. Die Texte sind kurz und sehr unterhaltsam. Ich wusste vorher gar nichts über Georgien, also diese Kaukasusrepublik. Was interessant ist an diesem Buch, ist, dass alle Texte so gemeinsam haben, dass es so, oder fast alle, dass es so ein bisschen Folklore sich da drin tummelt und so ein bisschen romantisierend irgendwie dieses Land dargestellt wird, so also ein bisschen wild mit voller skurriler Typen, die so gerne improvisieren und also so ein bisschen, sage ich mal, Klischee wilder Osten, wie man das auch aus anderen osteuropäischen Ländern irgendwie kennt. Damit zu tun hat, dass es halt eine ehemalige Sowjetrepublik ist. Da gibt es auch ein paar ganz heftige Geschichten, die erzählt werden von den georgischen Autoren aus ihrer Kindheit, also wo auch Eltern umgebracht wurden von den Sowjets. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr heiteres Buch, voller interessanter Berichte, wo man dann auch von den letzten überlebenden Kreuzrittern erfährt, von irgendwelchen abgefahrenen Dörfern hoch oben auf dem Berg, wo man ein Vierteljahr lang überhaupt nicht hinkommt, weil dann alles zugeschneit ist. Da wird mit Schäfern gezecht, überhaupt wird extrem viel Alkohol getrunken und natürlich so lokale Hotspots in die Hauptstadt werden untersucht, die georgische Küche und Mentalität und auch so das Erbe von der Zeit der osmanischen Besetzung wird auch so ein bisschen dargelegt, also ein Buch vollgepackt mit interessanten Informationen, guten Geschichten, sehr unterhaltsam und immer da am besten, wo die Autoren so über sich selbst hinauswachsen, wie zum Beispiel Lucy Fricke gleich in der allerersten Geschichte über ihren Ausflug nach Tuschetien. Hat mir gut gefallen, hatte schon länger im Auge und kann es euch nur wärmstens empfehlen. Stefan Thome, Gott der Barbaren. Da wirft Thome unsere Hauptfigur Philipp, das ist ein Deutscher, nach China, Mitte des 19. Jahrhunderts. Philipp kommt als Missionar nach China und das Land ist, wird gerade im Prinzip auseinandergerissen, also es ist eine ganz spannende Zeit. Denn zum einen erzwingen die Briten infolge der Opiumkriege
militärisch die Öffnung des Landes und sind dabei kräftig an der Mandschuren-Dynastie zu sägen, also an der Qing-Dynastie, der den Todesstoß zu versetzen. Und dieses Machtvakuum wird auf der anderen Seite von den Taiping-Rebellen genutzt, die nicht nur einen Aufstand gewagt haben, sondern quasi das Reich Gottes, also auf Grundlage grob des Christentums, aber mit so eigenen wirren Ideen, so ein himmlisches Reich auf Erden ausrufen wollen und da kräftig Territorium besetzen. Und von diesem Aufstand ist unsere Hauptfigur Philipp fasziniert. Er weiß nicht so genau, was er davon halten soll. Und er wird sich irgendwann im Laufe des Buches, das an mir, für eine Seite entscheiden müssen. Weitere Figuren in diesem Band sind einmal der britische Sondermissionar Lord Elgin, das ist eine historisch verbürgte Figur, der von den Briten hingeschickt wird, um diese Öffnung des Landes einfach voranzutreiben. Und auf der anderen Seite macht Homer den General der chinesischen Truppen zu einer ganz wichtigen Figur, sodass wir im Prinzip von jeder Seite da Informationen bekommen. Das letzte Mal fand ich ein Buch, glaube ich, so spannend oder mit so einer Sogwirkung einfach erzählt bei Ranzmeier, Cox oder Der Lauf der Zeit, was interessanterweise auch in China spielt. Also ein sehr facettenreiches Buch, das sofort so ein gewaltiges Kopfkino irgendwie in Gang wirft. Eine unbedingte Leseempfehlung. Stefan Thomer, Gott der Barbaren. Ich freue mich über eure Kommentare zu den Büchern, zu diesem Videoformat hier, ob euch das was taugt oder zu kurz ist oder zu lang ist oder zu doof ist oder was weiß ich. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses Jahr gekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.